Wir wollten das hier wissen in der Bild-Live-Redaktion. Wie steht es eigentlich um unseren Corona-Schutz monatelang nach der Zweitimpfung? Wir haben das testen lassen. Gestern in einem großen Bild-Testzentrum bei uns im Haus haben vorgehabt, 50 unserer Bild-Reporter dort auf Antikörper testen zu lassen. Das Ergebnis, wir haben 150 unserer Bild-Reporter-Kollegen testen lassen, freiwillig in unserem großen Bild-Testzentrum. Und Patricia Platil hat jetzt das Ergebnis. Also wie sind unsere Bild-Reporter-Kollegen noch gegen Corona geschützt? Wie viele Antikörper haben die noch im Blut? Vielen Dank, Kai. Und das sehen wir hier an dieser zunächst mal ein bisschen schwer zu überblickenden Karte. Also jedes kleine Kreuzchen ist ein Bildmitarbeiter. Und das ist das Ergebnis des Antikörpertests. Ich habe mir aber Unterstützung geholt, um auch Licht hier in diese komplizierte Karte zu bringen. Ja. Martha Weiß aus unserer Leben und Wissen-Redaktion ist bei uns. Du hast den großen Antikörpertest gestern begleitet. Genau. Und natürlich haben wir auch medizinische Unterstützung. Professor Carsten Watzel ist uns auch jetzt zugeschaltet. Hilft uns ein bisschen bei der Einordnung, denn Professor Watzel, es ist ja nicht ganz klar, ab wann, an welchem Wert man sich ganz genau boostern sollte oder nicht. Da gibt es so ein paar Grauzonen, da gibt es so eine Art, wie so eine Art Ampelsystem. Erklären Sie uns aber bitte gerne mal zunächst, was genau ist ein Antikörpertest? Was sagt der überhaupt aus? Also die Antikörper sind wichtig, um uns zum einen vor der Infektion zu schützen und dann auch schwere Verläufe zu verhindern. Das ist halt eine Abwehrwaffe des Immunsystems gegen das Virus. Und diese Antikörper werden halt durch die Impfung erzeugt und die kann ich messen und kriege dann einen Wert, der sich mittlerweile halt in Bau pro Milliliter ausdrückt. Und damit wird er dann auch vergleichbar zwischen verschiedenen Tests. Und man kann sicherlich sagen, je mehr Antikörper ich habe, desto besser bin ich auch geschützt. Das Problem, was wir aktuell haben, ist, dass wir noch keinen wirklichen Grenzwert kennen, ab welchem Wert man wirklich welchen Schutz hat. Von daher kann man nur sagen, wenn man ganz, ganz wenig hat, ist es wahrscheinlich eine Aussage. Und wenn man ganz, ganz viel hat, ist es auch eine Aussage. Es gibt halt, wie Sie schon gesagt haben, einen relativ großen Graubereich noch in der Zwischenzone. Und da müssen wir in der Wissenschaft natürlich noch ein bisschen mehr forschen. Dann schauen wir uns jetzt mal dieses Diagramm, Martha, gemeinsam genauer an. Jeder Bild-Mitarbeiter ist ein Kreuzchen. Ja. Jeder, der dort unten gestern in der Schlange stand, den Antikörpertest. Man muss dazu sagen, das ist ein kleiner Pieks in den Finger. Professor Watzel, korrigieren Sie mich, wenn ich da irgendwas falsch erkläre, dann wird das Blut abgenommen. Ja. Es dauert circa 15 Minuten und dann hat man das Ergebnis, dann hat man diese Zahl. Martha, was genau können wir jetzt hier sehen? Hier oben sehen wir grün. Grün heißt immer, alles ist tippitoppi und rot weiß man immer, oh Gott, das kann schwierig werden. Ja, so ähnlich. Also man weiß ja, dass über 1000 sagt man, dass der Schutz noch relativ gut ist, obwohl ja Herr Professor Watzler schon gesagt hat, dass das alles ein bisschen vage ist. Es gibt einen großen Graubereich. Aber alles unter 21, da kann man davon ausgehen, dass der Schutz vielleicht nicht mehr so hoch ist. Und die Verteilung ist halt wirklich, man sieht das ja ganz, ganz wild. Da ist ja alles dabei. Also von ganz unten, jemand unter 20 war jetzt niemand. Aber hier in diesem Bereich waren schon auch ein paar Leute, gerade so knapp über 20. Das war zum Beispiel eine Person, die gerade die erste Impfung hinter sich hatte und hat halt gesehen, da ist der Schutz noch kaum vorhanden oder baut sich gerade erst auf. Und dann hier oben, da waren die Leute schon echt begeistert dann bei den 3000er-Werten. Wer erreicht denn, also jetzt ohne die Namen der ganzen Kollegen nennen zu wollen, aber wie kommt man, da wollen wir ja hin. Das sind ja quasi die Superhelden. Die können in den Winter gehen und können schon fast von sich behaupten, Corona kann mir nichts anhaben. Ja, es sei denn, Herr Professor Watzel sagt jetzt irgendwie das Gegenteil. Aber im Prinzip ist es schon so, dass man, also es ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, was wir gemacht haben. 150 Leute, das ist jetzt keine valide Studie. Aber man hat schon gesehen, dass die Leute, die hier bei den oberen Werten waren, das war zum größten Teil, ich meine, es sind ja nur vier, aber es waren Personen, die geimpft und genesen waren und auch eine Person, die einfach doppelt geimpft war. Es könnte natürlich sein, dass eine Infektion überstanden wurde, ohne dass man es gemerkt hat. Das kann man jetzt leider nicht sagen. Bei diesem Test konnte man leider nicht sehen, gab es eine Infektion oder ist das nur die Impfung? Der hat einfach nur den Wert ausgespuckt, diese Maschine. Und ja, anhand dessen hat sich halt diese wilde Konstellation ergeben. Professor Watzel, wann erreicht man denn überhaupt hier diese 3000, also diesen Wert, wo man sagt, meine Güte, mir kann in diesem Winter nicht viel passieren. Muss da eine Corona-Infektion fast schon zwangsweise vorausgegangen sein? Aber kommt man in diesem Bereich auch schon doppelt geimpft oder vielleicht gar nur mit Booster?
Also die Höhe der Antikörper hängt zum einen natürlich immer von der Person ab, wie gut ich reagiere, zum anderen natürlich auch immer von dem Impfstoff und ganz wichtig, wie lange die Impfung schon her ist. Das heißt, kurze Zeit nach der zweiten Impfung hat man auch schon Leute gehabt, die wahrscheinlich so hohe Antikörperspiegel hatten. Die gehen halt über die Zeit wieder verloren und die Personen, die jetzt bei Ihnen auf dieser Grafik ganz oben liegen, das waren halt überwiegend Leute, die sowohl die Infektion durchgemacht haben, als auch schon zweimal dann geimpft waren. Das heißt, die sind mehr oder weniger schon geboostert. Das, was wir jetzt gerade machen wollen bei den Leuten, die erst zweimal geimpft sind und das schon ein halbes Jahr her ist, wenn man dann halt noch mal ein drittes Mal impft, dann kommt man auch wieder da oben in diese ganz hohen Bereiche. Wir sehen ja, die meisten der Mitarbeiter, die sich gestern haben testen lassen, die bewegen sich so in diesem Feld. Das ist so um die Tausender-Marke, ein bisschen drüber. Manche bewegen sich bei 2000. Was sind das für Kollegen? Auch hier nennen wir keine Namen, aber welche Geschichte haben die ungefähr? Ich nehme mal an, das ist so ein bisschen wie bei mir. Also man wurde irgendwann im Sommer geimpft, hat 2 Impfungen bekommen und jetzt irgendwann im Winter würde dann der Booster anstehen. Ja, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also die meisten aus dem Team wurden tatsächlich im Sommer geimpft, hatten ihre letzte Impfung vielleicht im Juni, Juli. Und da sind aber ganz unterschiedliche Fälle dabei. Auch Leute, die mit AstraZeneca geimpft wurden, Infektionen hinter sich hatten. Personen, die, also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Da ist eigentlich alles Mögliche dabei. Also eher im unteren Bereich. Aber das hatte, glaube ich, Herr Professor Watzel gestern schon gesagt. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen bestätigt, dass die Personen, die diese Einmalimpfung hatten mit Johnson & Johnson, sich tatsächlich eher so im unteren Bereich befinden. Das hatten sie auch so angekündigt, dass die Erfahrungswerte das so sagen. Und das hat sich gestern so ein bisschen bestätigt, könnte man sagen. Ja. Lassen Sie uns mal, Professor Watzel, über diesen unteren Bereich besonders sprechen. Denn das sind ja die Menschen, die sich jetzt im Prinzip relativ schnell um eine Booster-Impfung kümmern müssen, richtig? Das ist richtig. Also wenn ganz wenige Antikörper vorliegen, kann man sagen, dass der Schutz vor der reinen Infektion wahrscheinlich sehr schwach ist. Wie hoch dann der Schutz vor einem schweren Verlauf ist, das ist im Moment noch sehr fraglich. Das heißt, da kann man keine seriöse Aussage zu machen. Aber es gibt dann ganz klar die Empfehlung, solche Leute sollten sich um einen Boostertermin bemühen. Und man muss auch noch mal ganz klar sagen, es ist nicht gefährlich, wenn man sich trotz hoher Antikörper noch eine Boosterimpfung abholt. Also da gibt es keine negativen Effekte. Es kann halt nur sein, dass wenn man 3000 Bau pro Milliliter Antikörper hat und sich dann noch mal boostert, dass die Boosterimpfung mehr oder weniger umsonst war. Aber sie ist zumindest nicht gefährlich. Und von daher muss man jetzt nicht zwangsläufig immer vorher so einen Antikörpertest machen. Und wir sehen ja auch bei diesem Test, dass wenn man zweimal geimpft ist und die zweite Impfung wirklich schon ein halbes Jahr oder länger her ist, dann sind die meisten Leute in diesem mittleren oder teilweise auch unteren Bereich. Und um noch mal auf die Johnson & Johnson Geimpften zu kommen, die sind halt meistens nur einmal geimpft. Und da sieht man schon, dass da die Antikörperspiegel über die Zeit deutlich nachlassen. Und deshalb hier auch eine ganz klare Impfempfehlung, ist ja auch schon von der STIKO entsprechend empfohlen worden. Diese Leute sollten sich auch um eine zweite Impfung bemühen. Und da muss man nicht erst ein halbes Jahr warten. Das kann man auch schon bis zu 4 Wochen nach dieser ersten Johnson-Johnson-Impfung machen. Wie ist denn Ihre Empfehlung abschließend für all die Menschen, die hier im Mittelfeld liegen? Also die eigentlich, wenn sie es jetzt noch gar nicht haben testen lassen, wahrscheinlich anzunehmen, irgendwo im Mittelfeld mit ihren Antikörpern liegen. Sollte sich jeder langsam jetzt schon, auch wenn man 2 Impfungen erhalten haben, um einen Boostertermin kümmern oder zumindest zu einem Antikörpertest gehen? Also man kann da ein bisschen priorisieren und das zuerst betrifft das sicherlich die Älteren, also alle, die über 60 sind. Wenn deren zweite Impfung schon mehr als 6 Monate her ist, macht es absolut Sinn, sich um eine Boosterimpfung zu bemühen und dann muss man nicht vorher die Antikörper bestimmen, weil wir wissen, dass bei diesen Leuten die Antikörperspiegel bei den allermeisten schon in einem Bereich sind, wo sie deutlich von einem Booster profitieren würden. Das heißt, da ganz klare Empfehlung, sich um einen Boostertermin zu bemühen. Bei den Jüngeren, also unter 60, wenn keine Vorerkrankungen vorliegen und die zweite Impfung jetzt noch keine 6 Monate her ist, hat man sicherlich auch noch Zeit. Wir sehen natürlich aktuell, dass die Inzidenzzahlen nach oben gehen und eine Boosterimpfung für alle. Davon profitiert dann natürlich eine 30-Jährige, die sich jetzt boostern lassen würde, weil ihre Impfung 6 Monate her ist. Die hat dann natürlich einen besseren Selbstschutz, aber was dann noch viel, viel wichtiger ist, der Fremdschutz, also das Weitergeben des Virus, das wird durch diesen Booster auch
noch mal deutlich verstärkt. Und das ist ja auch die Hoffnung, dass wenn wir möglichst viele Leute jetzt boostern, dass wir damit auch die vierte Welle sehr gut eindämmen können. Und von daher gibt es natürlich die Empfehlung auch für die Jüngeren, auch wenn jetzt die Antikörper so um die 1000 sind, wenn die zweite Impfung 6 Monate her ist, doch sich zu überlegen, ob man sich boostern lassen kann. Wobei für den Selbstschutz natürlich so die Notwendigkeit nicht unbedingt da ist, aber sicherlich für diesen Fremdschutz. Das sagt Professor Carsten Watzel. Vielen herzlichen Dank für die medizinische Einschätzung unseres großen Antikörpertests, den wir gestern hier im Foyer des Axel Springer Hauses durchgeführt haben. 50 Kollegen haben wir eingeladen, 150 sind gekommen. Du warst auch mit dabei. Martha Weiß aus unserer Redaktion Leben und Wissen. Vielen Dank auch für deinen Besuch Gerne. Im Studio.